Also nochmal ganz herzlich willkommen zum Partizipationscafé, einer neuen Reihe der Evangelischen Akademie oder der Jungen Akademie Wittenberg, Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt, im Rahmen eines Projektes, das sich nennt Jugendbeteiligung neu denken und von der Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Wittenberg finanziert wird aus Mitteln des BMFSFJ. Und damit habe ich, glaube ich, alle, und vom Land Sachsen-Anhalt, jetzt habe ich, glaube ich, alle Förderbedingungen schon mal genannt. Und das ist der zweite Partizipationskaffee, und es geht diesmal um Kinder- und Jugendbeauftragung. Und ich freue mich sehr, dass ich wieder zwei Frauen habe. Das ist ganz toll. Wir haben nämlich im Rahmen dieser Vorgeplänkelreihe eine Veranstaltung gemacht mit den Leitenden in diversen ostdeutschen Bundesländern. Und da waren lauter Männer, und das war die große Kritik. Und ich habe jetzt auch wieder einfach nur Leute angefragt, die Verantwortung haben. Und ganz zufällig ist es schon das zweite Mal, dass ich diesmal nur Frauen oder dass ich Frauen gefunden habe. Freut mich sehr, dass das also im Rahmen der Reihe dann sich so gut ausgleicht. Katrin Teger ist die Kinderbeauftragte der Stadt Magdeburg. Und sagst du einfach noch einen Satz zu dir, was dir noch wichtig ist? Ja, also Kinder- und Jugendbeauftragung, hast es ja in der Überschrift gesagt, könnte man ja vermuten, dass die Kinder und Jugendlichen mich beauftragt haben, ihre Interessen zu vertreten. Wäre optimal, ist aber nicht so. Diese Initiative ist aus dem Stadtrat heraus entstanden, hier eine hauptamtliche Lobbyistin für Kinder und Jugendliche zu platzieren. Und das geht zurück in die 90er Jahre. Ich denke, auch mit der UN-Kinderrechtskonvention ist das Thema Beteiligung, Kinderrechte, Jugendrechte nochmal stärker in den Fokus gerückt. Und ich mache das mittlerweile jetzt 25 Jahre und bin immer noch mit großer Freude dabei. Okay, danke schön. Und dann haben wir Katja Titel, die jetzt als Katja iPhone hier steht, weil wir ein bisschen technische Probleme hatten. Ich freue mich sehr, dass wir es hingekriegt haben in der halben Stunde vorher. Und sie arbeitet in der Stadt Wittenberg im Bereich Soziale Stadt. Und jetzt bin ich ganz gespannt, wie Sie sich vorstellen zum Thema Kinder- und Jugendbeauftragung. Ja, hallo, ich bin Katja Titel, wohne und arbeite in der Lutherstadt Wittenberg. Auch in einem ländlichen Raum, einem Ortsteil sozusagen von Wittenberg. Von daher ist das Thema auch Jugendbeteiligung bei uns ganz, ganz gut oder bei mir ganz, ganz gut angebracht. Ja, mein größter Teil eigentlich meines Aufgabenbereiches ist nicht Jugendbeteiligung, sondern ein anderer Aufgabenbereich. Wir sind aber froh, dass wir schon ein paar Stellenanteile in verschiedensten Stellen erstmal schaffen können, um den Bereich auf Vordermann zu bringen bzw. voranzutreiben. Wunderbar, ganz herzlichen Dank. Wir haben, glaube ich, alle eine Tasse vom Partizipationskaffee. Also alle, die jetzt noch keinen Kaffee haben. Ne, Nicole kriegt noch eine für letzte Woche. Hatten wir letzte Woche noch nicht, ist die neue Errungenschaft dieser Woche. Aber ist es eine zu dir unterwegs, Nicole? Also demnächst hast du auch eine. Auch wenn nicht mehr für die Runde. Und wir können alle gemeinsam Kaffee trinken. Und alle anderen, die gerne Kaffee trinken wollen, können sich auch noch einen holen. Und ich starte mal mit 5 Kurzfragen. Und mein Vorschlag war, dass Sie immer sich abwechseln. Also erste Runde fängt Katrin an und Frau Titel macht weiter und dann beim zweiten Mal genau umgekehrt und jedes Mal die Frage immer einfach abwechselnd beantworten. Dann muss ich zwischendurch gar nichts sagen und möglichst kurz fassen, keine zusätzlichen Sätze, nur den Satz zu Ende sprechen. Die Corona-Pandemie bedeutet für Kinder und Jugendliche das, dass sie in ihrem Leben massiv eingegrenzt werden, dass sie in ihren Rechten auch beschnitten werden, wenn ich zum Beispiel Recht auf Spiel, Freizeit, aber auch das Recht auf Bildung, wenn ich daran denke, massive Einschnitte. Und ich kann nur hoffen, dass das bald ein Ende haben wird. Dass sich der Alltag massiv in verschiedenen Bereichen verändert hat. Um sich in politische Entscheidungen einbringen zu können, brauchen Kinder und Jugendliche angemessene Beteiligungsformen. Ja, ich denke auch erstmal das Interesse überhaupt daran, weil mit Zwang, denke ich, sollten wir das nicht voranbringen und Erwachsene, die sie dabei unterstützen, da aktiv zu werden. Kinder und Jugendliche sind dann beteiligt, wenn? Jetzt bin ich wieder, ja. Wenn es gelingt, dass sie auch Ergebnisse ihrer Beteiligung noch sehen, erleben können, also dass es Wirkung erzielt. Ihnen die Möglichkeit von Beteiligung geschaffen wird und diese Berücksichtigung finden. Dass Kinder und Jugendliche Smartphone, Social Media und Videospiele mehrfach täglich nutzen, bedeutet für Partizipationsprozesse, dass
dass Teilung auch vereinfacht werden kann und eine auch gegebenenfalls schnelle Kontaktmöglichkeit geschaffen werden kann. Ja, und auch, dass wir Erwachsene mit dieser Entwicklung natürlich mitgehen müssen und uns mit diesen modernen Medien auseinandersetzen und sie auch für Partizipationsprozesse einsetzen. Anders als in Städten braucht Kinder- und Jugendbeteiligung im ländlichen Raum. Tja, nun bin ich ja nicht im ländlichen Raum aktiv, aber natürlich habe ich auch mit Kolleginnen aus dem ländlichen Raum Kontakt und ich denke, in erster Linie ein starkes Netzwerk. Wenn wir Digitalisierung auch als Beteiligungsform ansehen, also die digitale Beteiligung, dann natürlich die Schaffung entsprechender Strukturen, also der Hardware, dass die Kinder- und Jugendhäuser damit auch ausgestattet sind und auch einen starken ÖPNV, dass die Kinder auch von A nach B kommen und Jugendlichen. Ja, habe ich so ähnlich, ne? Eine gute Infrastruktur und ein gewissenhaftes und dauerndes Netzwerk. Ganz herzlichen Dank für diese erste Runde. Da es ein bisschen andere Funktionen sind, würde ich jetzt mal zwei Fragen quasi getrennt stellen und erstmal mit Katrin Teger anfangen, die ja schon eine ganze Weile jetzt Kinder- und Jugendbeauftragte ist. Und frag mal, was heißt denn das jetzt konkret in einer Stadt wie Magdeburg? Wie kann das funktionieren? Was gehört dazu? Ja, was gehört dazu, Tobias? Das ist natürlich ein großes Paket, um mal ein paar rauszugreifen. Also zum einen denke ich immer so aus der Erwachsenensicht, Leute, die sich für dieses Thema wirklich interessieren, die dafür brennen und die Kinder und Jugendlichen auch so in ihren Stärken und mit ihrem Potenzial sehen und das auch auf ihre Arbeit beziehen. Denn ich denke, jeder in verschiedenen Ämtern werden ja Entscheidungen getroffen, die Kinder und Jugendliche tangieren. Also braucht es da eine starke Lobby. Nicht nur jetzt in meiner Person als Kinderbeauftragte, sondern auch in den anderen Organisationseinheiten oder in den Eigenbetrieben. Und dann braucht es natürlich auch Formen, Methoden, in denen sie aktiv werden können. Und das ist eben nicht nur das Jugendparlament oder Jugendforum. Ich denke, gerade in den Orten, wo sie sind, müssen diese Formen ausgebaut werden. Dazu zähle ich die Schulen, Kinder- und Jugendhäuser. Also wir sind hier wirklich immer davon ausgegangen, nichts Neues etablieren, sondern die Strukturen, die wir haben, stärken, besser vernetzen. Das war auch nochmal so Ergebnisse von Befragungen. Wir haben ja auch Multiplikatoren befragt, was sie wichtig finden für die Zukunft und Kinder und Jugendliche. Also einfach, dass wir auch voneinander wissen, die Planungen auch sag mal, aufeinander abstimmen und gucken, welche Formen und Möglichkeiten wir finden, Kinder und Jugendliche eben nicht nur bei den ganz typischen Dingen zu beteiligen, sondern auch ja, zum Beispiel im Rahmen von Stadtplanung. Ja, das ist immer für mich immer so eine Herzensangelegenheit, weil das hat ganz wichtig, also ganz gravierende Auswirkungen für ihre Zukunft. Ja, wie wird die Stadt entwickelt? Wie können Kinder und Jugendliche sich dort wiederfinden? Und natürlich eben auch Finanzen. Also das ist auch nicht von der Hand zu weisen. Und ich denke immer, ein eigenes Budget für solche Projekte sollte durchaus da sein. Also zum einen, dass die Kinder und Jugendlichen selbst auch über die Verteilung von Mitteln auch entscheiden können. Und eben auch diese ganzen begleitenden Umstände, also Material, Räume, also Ressourcen einfach. Also die müssen einfach auch genau für solche Dinge eingestellt werden und ich hoffe, dass wir das jetzt auch in unserem Beteiligungskonzept alles gut berücksichtigt haben und dass wir dann ab nächstem Jahr wirklich voll durchstarten können. Weil ihr ja gesagt habt, ne, Partizipation, Neudenken, also man muss wirklich immer wieder sich reflektieren, mit den Kindern und Jugendlichen ins Gespräch kommen, weil ja ihre Interessen sich durchaus ändern können. Die Themen sind heute andere als vor 10 Jahren, also das würde ich nochmal so. Das heißt, ich habe das aber richtig verstanden. Vieles, was du jetzt beschrieben hast, hast du gerade erst in ein Konzept geschrieben, was es erst ab nächsten Jahr gibt. Das heißt, aktuell ist Kinder- und Jugendbeauftragung nicht das alles, was du gerade beschrieben hast. Also zumindest sind die doch, Versuchen nicht. Doch. Ich habe mich mal so ein bisschen auf Neudenken fokussiert. Tobias, natürlich haben wir rückblickend auch etliches hier auf die Beine gestellt. Ja, also bei unseren Spielplätzen oder Freizeitanlagen für Kinder und Jugendliche sind per se immer Kinder und Jugendliche beteiligt mit unterschiedlichen Formaten.
Ja, das ist gesetzt bei uns und so sehen, glaube ich, auch die Plätze aus. Also sie sind wesentlich attraktiver auch, insbesondere wenn ich jetzt an den Skaterpark hier denke, bei uns im Stadtpark. Der ist mit den Jugendlichen, das finde ich auch nochmal wichtig, dass eben nicht nur im Vorfeld die Ideen abgefragt wurden, sondern sie konnten auch den Bauprozess auch kritisch mit begleiten. Das fand ich auch nochmal wirklich spannend. Wir haben Spielplätze mit Kindern getestet, Umgestaltung gemeinsam mit ihnen geplant. Wir hatten ein Jugendforum, was über 10 Jahre hier aktiv war. Wir haben Jugend im Stadtrat. Also es gab schon eine Menge von Beteiligungsmöglichkeiten. Aber dass wir das so wirklich strategisch hier nochmal kommunal verankern, eben auch mit diesem querschnittsübergreifenden Ansatz, ich denke, das ist nochmal wirklich neu gedacht. Also, dass wir wirklich auch in den einzelnen Dezernaten auch Ansprechpartnerinnen benennen, die für dieses Thema explizit auch zur Seite stehen. Also, Beteiligung ist ja nicht nur Aufgabe von Beauftragten oder Kinder- und Jugendbüros. Beteiligung muss ja wirklich auch in den anderen Einheiten verankert sein, damit es auch wirklich die entsprechende Wirkung hat, Tobias. Das knüpft gut an das, was Corinna Reinicke letzte Woche sagte, die ganz, also in ihrem kurzen Abschlussstatement bestimmt 4-mal von Schnittstellen sprach, in halb weniger Sekunden. Und ich glaube, das meint, glaube ich, was Ähnliches, also was du jetzt beschreibst, dass wir diese an verschiedenen Punkten verschiedene Dinge zusammenfließen müssen. Jetzt haben wir in Wittenberg ein bisschen eine andere Situation. Wittenberg hatte schon mal ein Schülerparlament, das hat auch immer Partizipationsprozesse mit Spielplätzen und so weiter gemacht. Aber relativ neu ist, dass Sie und noch weitere Mitarbeiter Stellen an Teile bekommen haben, Frau Titel, die es darum geht, Kinder und Jugendlichen Beteiligungsmöglichkeiten zu schaffen. Vielleicht beschreiben Sie mal das Modell Wittenberg. Und zwar ist es bei uns so geplant, dass wir halt erstmal versuchen, irgendwo reinzustarten. Also es gab da früher schon mal ein Jugendparlament, oder glaube ich sogar zweimal schon den Anlauf, was sehr gut gestartet ist, auch was super konstant gelaufen ist bis zu einem gewissen Punkt und was dann leider wieder abgeflacht ist und wir das auch nicht mehr auffangen konnten. Deshalb haben wir jetzt geguckt, wie können wir denn vielleicht das Boot von der anderen Seite auffangen. Wir haben so verschiedene Ideen und das Wichtigste erstmal daran war, dass wir Stellenanteile, wie gesagt, schaffen konnten, dass unsere Führungsspitze, die ist dort auch wirklich sehr engagiert und möchte auch in jeglicher Form Beteiligung von Jugend und Kindern mit hervorziehen. Also das ist auf alle Fälle so. Ja, was momentan gerade sehr stark bei uns ist, dass wir die ganzen Ortsteile erstmal mitnehmen. Es gab schon im Stadtkern ganz, ganz viele Jugendclubs. Und vereinzelt in den Ortsteilen. Da wir aber 12 Ortsteile in der Lutherstadt Wittenberg haben und nicht alle mit von dem Gesamthappen sozusagen mit beteiligt waren, wurde das Konzept neu umgestellt, wurde auch durch den Stadtrat so beschlossen, und zwar, dass halt wirklich jeder Ortsteil mit einem Jugendclub ausgestattet wird. Dazu gibt es jetzt so ein Interessenbekundungsverfahren, dass wirklich das alles auch verstreut wird, weil gerade mit der ganzen Infrastruktur ist halt dann doch am Nachmittag nicht so schön für manche Ortsteile, sind da wirklich nicht angebunden. Weiterhin wollen wir wie so ein, ich sage jetzt mal, Ansprechpartner schaffen für Kinder und Jugend insgesamt, für alle Altersgruppen, die halt wirklich bei Problemen wissen, an denen sie sich wenden können, ihre Probleme oder auch vielleicht Wünsche oder irgendwelche Verbesserungsvorschläge denen mitteilen können. Und dass man halt dann auch gemeinsam sozusagen an diesem Problem oder in irgendeine Richtung halt anstrebt. Das ist jetzt erstmal unser Ziel. Ich denke mal, da haben wir auch schon genug damit zu tun. Und wenn das alles so toll klappt, wie wir uns das vorstellen, werden wir natürlich dann weiter vorankreisen. Umfragen wollen wir auch ab dem nächsten Jahr starten, dass wir gucken, in welchen Bereichen von Wittenberg was denn überhaupt gewollt ist. Hier, warte mal ganz kurz. Dass wir halt wirklich gucken, was ist gewollt, was wollen die Jugendlichen jetzt, wie können wir irgendwelche Bereiche umstrukturieren, wollen sie dort im Basketballfeld oder Basketball Dings haben oder halt sonstiges, ja.
Ich glaube, ich gebe mal wieder ab. Ich wollte ja jetzt gerade ein bisschen. Okay, aber vielen Dank erstmal mal für diesen ersten Einblick. Ich erkläre mal für alle noch die Situation in Wittenberg. Wir haben im Vorgespräch schon kurz darüber geredet. Wittenberg hat also 45.000 Einwohner in einem Landkreis mit 125.000 Einwohnern. Der Landkreis insgesamt ist größer als Berlin von der Fläche. Und zu Wittenberg gehören aber eben auch ganz viele, seit der letzten Gebietsreform, ganz viele Dörfer, die auch wirklich räumlich deutlich abgetrennt sind von Wittenberg und eigentlich eine Dorfstruktur sind und wirklich ländlich sind, während dem es sozusagen auch eine Kernstadt gibt, die durchaus einen kleinen bis mittelstädtischen Charakter hat. Also es ist so eine bisschen besondere Situation, nur um das nochmal zu beschreiben. Was jetzt beide beschrieben haben, ist ja so ein ganzes Stück weit Kinderinteressenvertretung auch und ein Stück weit Verwaltung zuzumachen. Ich frage mal nach dem ersten Punkt Kinderinteressenvertretung. Ist das so zu organisieren? Kann man das noch anders organisieren? Was brauchst du dafür, damit das funktionieren kann? Frag mal Katrin erstmal. Ja, also hatte ich vielleicht ja vorhin schon versucht, so ein bisschen, hatte ich versucht, darauf einzugehen, dass man so Beteiligung nicht immer nur an Kinder mit Auftragten festmacht, weil das kann genauso gut auch ein Stadtteilmanager sein. Ja? Also den kann man vielleicht auch als Kinder- und Jugendinteressenvertretung sehen, weil wenn ich unsere Stadtteilmanager hier oder drin, da haben wir ja auch weibliche Kollegin, die machen ganz, ganz tolle Beteiligungsprojekte. Und zwar in dem Kiez, wo die Kinder und Jugendlichen sich aufhalten, wo sie wohnen, wo sie einen unmittelbaren Bezug haben. Und ich finde persönlich, sind das die nachhaltigeren Projekte. Weil wir reden ja immer, wie erreichen wir Kinder und Jugendliche? Das ist ja immer, wie so, immer wieder von Neuem. Welche Methoden sind dafür geeignet? Und da bin ich immer der Meinung, dass das, was vor Ort mit den Kindern und Jugendlichen, eben auch mit unterschiedlichen Partnerinnen, es muss eben nicht die Kinderbeauftragte oder der Kinderbeauftragte sein. Das können eben auch Kollegen aus dem Jugendamt sein, Streetworkerinnen. Also wir hatten Streetworker hier, die ganz tolle Beteiligungsprojekte initiiert haben. Und das sind dann für mich auch Kinderinteressenvertretungen, aber nicht hauptamtliche Kinderbeauftragte. Also ich finde, Beauftragte sicherlich ist nochmal anders angesiedelt. Ja, ich bin ja direkt hier bei der Beigeordneten für Jugendgesundheit und Soziales unterstellt, habe dadurch auch so einen querschnittsübergreifenden Ansatz, den vielleicht ein Kollege oder Kollegin in einem Fachamt nicht hätte. Das ist, glaube ich, mal auch ein großer Vorteil. Und als Beauftragte, hatte ich ja eingangs schon gesagt, die Initiative ist vom Stadtrat ausgegangen, hat man ja auch einen bestimmten politischen Auftrag auch. Und das finde ich auch nochmal, glaube ich, das Besondere an dieser Stelle. Also wir können ja auch im Stadtrat von unserem Rederecht Gebrauch machen. Ich bin zum Beispiel beratendes Mitglied im Jugendhilfeausschuss. Ja, das ist nochmal so diese politische Dimension eines Beauftragten oder einer Beauftragten, dass wir die Interessen der Kinder auch in den politischen Gremien vertreten. Ja, also das ist vielleicht nochmal der Unterschied. Das wäre jetzt nochmal die Frage nach Wittenberg auch. Ist das dann mit diesen drei Stellen ähnlich, dass man sagt, man hat den Auftrag und das Recht, das dann auch in die Gremien ich habe jetzt gehört bei Katrin Teger so, Kinderbeauftragte und Jugendbeauftragte heißt wirklich auch, ich bin schon auch ein Stück institutionelle Interessensvertretung und an bestimmten Punkten auch institutionell eingebunden. Ja. Wird das auch funktionieren mit sozusagen, Sie haben ja, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, eine Dreiteilung, ne? Das sind drei Leute, die, glaube ich, irgendwie Stellenanteile haben oder eine Zweiteilung. Ich weiß nicht, es ist jedenfalls ein Konstrukt, was ja flexibler ist, was vielleicht nochmal die Schnittstellen besser darstellen kann, aber womöglich das Risiko hat, dass keiner dann so richtig ernst genommen wird. Oder sehe ich das falsch? Naja, bei uns muss man auch nochmal unterscheiden. Es gibt ja die Stadt und den Landkreis. Der Landkreis, der ist ja auch, der das Jugendamt und sonstiges auch unter sich, das ist ja bei der Stadt nicht der Fall. Also wir versuchen ja unsere einzelnen Projekte, gerade so im Bauwesen oder sowas, halt zu beteiligen. Also das alles, was wirklich nachhaltig ist, das wird auch die Kinder und Jugendlichen mit beteiligt werden können. Problemstellung natürlich, die so im Laufe irgendwie mit anfallen, das wird natürlich auch alles, werden wir uns annehmen und versuchen, da eine Lösung zu finden. Aber auch im Stadtrat, da kann wirklich jeder kommen, der kann in der Einwohnerfragestunde sein Anliegen schildern, da wird keiner irgendwie was ablocken. Im Gegenteil.
Teil, dann wird sich immer jemand finden, der sich dem annimmt und halt ja versucht halt irgendwie daraus halt auch was zu machen. Natürlich, also wir sind ja, wie soll ich denn das sagen, also unsere Stellenanteile, die sind auch sehr gering. Wir versuchen dennoch so viel wie möglich rauszuholen. Es gibt ja auch noch andere Modelle der Anbindung zum Beispiel der Beauftragten, ne? Oder Kinderinteressenvertretung. Wenn ich da Stendal, Franziska ist ja auch mit dabei, sind ja zum Beispiel, da gibt es ja die Interessenvertretung bei Kinderstärken, beim Verein. Also ich finde das durchaus spannend. Also dass man auch wirklich ganz unterschiedliche Modelle auch entwickelt und dann einfach schaut. Ich denke, jedes hat vielleicht seine Vorteile und Nachteile. Ich habe eben dadurch, dass ich hier auch eingebunden bin in die Verwaltung und ganz klare Regularien es für mich gibt. Ich kann zum Beispiel in die Beschlussdrucksachen einsehen, mitzeichnen, Stellungnahmen bleiben Bestandteil der Drucksache, sodass der Stadtrat auch immer sieht, wie positioniere ich mich. Das ist durchaus ein Vorteil, aber es kann auch ein Vorteil sein, bei einem freien Träger oder bei einem Verein als Beauftragte angedockt zu sein. Ja, also hier als Mitarbeiterin bin ich natürlich auch an bestimmte Dinge gebunden. Vielleicht, ja, ich bin auch schon unabhängig. Das ist auch definitiv in meiner Stellenbeschreibung und in der Dienstanweisung auch klar geregelt. Aber wie gesagt, es gibt unterschiedliche Modelle auch in Sachsen-Anhalt. Und das finde ich aber auch gut. Also für Frau Tietel nochmal, im Stendal gibt es ein Modell, wo bei Kinderstärken e.V. eine Stelle geschaffen wurde, also beim externen Träger, die auch Kinderinteressensvertretung übernimmt. Und wir haben ja ohnehin die unterschiedliche Situation, Sie haben es ja schon beschrieben, dass Magdeburg eine kreisfreie Stadt ist und diese Kompetenzen bei uns formal beim Landkreis liegen. Mhm. Und Sie das ja sozusagen als für eine Stadt, die nicht Jugend als Kerngeschäft ist, aber die trotzdem natürlich eine Verantwortung für die hier lebenden Kinder und Jugendlichen hat. Das macht ja auch nochmal eine Frage. Ist ja nochmal sozusagen ein anderer Zugang. Ich frage mal einfach eine neue Frage, damit Sie eine Chance haben, reinzukommen wieder. Wir hatten das Thema digitale Medien vorhin, da haben Sie ja auch positiv gesagt, aber wie könnte eine digitale Medien, was können die für eine Rolle spielen und ist im ländlichen Raum anderes als im städtischen Kontext? Also dazu muss ich sagen, Erfahrungen habe ich in dem Sinne noch gar nicht. So lange mache ich das auch nicht. Ich kann auch gar nicht sagen, was man alles an digitalen Medien überhaupt ja, greifen kann, was sich irgendwo widerspiegelt. Ich glaube, da muss man auch immer seine eigenen Erfahrungen sammeln. In manchen Städten klappt das mit Sicherheit gut, in manchen dann eher weniger. Wir rufen mit so einem Jugendparlament. Von daher denke ich, kann man da nie über eine Schiene gehen, sondern muss halt wirklich seine Erfahrungen sammeln. Ich denke, digitale Medien sind gerade in Wittenberg auch von Vorteil. Hier wird wirklich ganz, ganz viel auch gesteuert und versucht halt irgendwie auch ja, also Informationen zu verbreiten in verschiedensten Dingen. Dennoch glaube ich, dass man entweder in Schulen oder halt auch durch die Streetworker Kontakte überall in allen Bereichen noch knüpfen muss. Also nur mit digitalen Medien irgendwo Fuß zu fassen, das vermute ich, klappt nicht. Vielleicht kann ich auch was anderes hören, oder? Okay, ich muss mal gucken, ob es so wird berichtet. Katrin, wie sieht es in der Landeshauptstadt Magdeburg aus? Ihr seid ganz fit, ihr habt alle super schnellen Internetanschluss und alle Kinder- und Jugendhäuser, alles ist perfekt, oder? Ja, genau. Alle Kinder- und Jugendhäuser sind perfekt ausgestattet. In den Schulen hat jeder seinen Laptop. Tobias, ein paar Jahre weiter wird es vielleicht so sein. Ja, wir werden ja auch hier eine Digitalisierungsoffensive starten. Der OB will da auch neue Stellen schaffen, auch bei ihm angedockt. Also es zeigt auch, dass es ziemlich hoch auch angesiedelt ist, das Thema Digitalisierung. Und die Corona-Zeit hat ja jetzt auch bewiesen, dass es durchaus ein wichtiges Instrumentarium ist, Informationen auszutauschen, am Ball zu bleiben. Aber was machen die Kinder und Jugendlichen, die zum Beispiel keinen Laptop haben? Ja, also da müssen wir einfach auch gucken, dass wirklich ja, die Ausstattung entsprechend sein wird, auch in unseren Kinder- und Jugendhäusern. Also da habe ich auch das Feedback bekommen, dass da auch nicht alle so ausgestattet waren, dass sie eben über digitale Medien in den Austausch treten konnten mit den Kindern und Jugendlichen. Ich denke, so innerhalb der Stadt hat das ganz gut funktioniert.
Aber ich persönlich denke, dass nach wie vor auch der persönliche Austausch mit den Kindern und Jugendlichen wichtig sein wird. Und wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, hatten ja auch der, gab es ja auch schon mal unter Jugend macht Zukunft auch die Befragung, und da hatten die jungen Leute auch durchaus den Wunsch geäußert, dass eben der persönliche Kontakt, und so sind wir nun mal auch soziale Wesen und auch die Kinder und Jugendlichen. Ja, also das ist eine ganz wichtige Form auch bleiben wird. Ja, weil ich denke, gerade wenn es auch um Beteiligung geht, das hat auch viel mit Vertrauen zu tun. Ja, die jungen Leute müssen das Gefühl haben, dass sie das, was sie da auch sich wünschen, dass das auch ernst genommen wird, ja, dass das nicht abgelegt wird, sondern dass man ihnen auch wieder ein Feedback gibt. Und dieses Gespür, ob sie da wirklich ernst genommen werden, das kriegen sie ja in erster Linie wirklich durch den persönlichen Kontakt. Ja, also ich denke, digitale Beteiligung ist wichtig, gerade denke ich im ländlichen Raum, auch bei uns in der Stadt, keine Frage, aber der persönliche Austausch, den finde ich nach wie vor sehr wichtig. Das Thema, da habe ich auch noch was dazu sagen, ich nehme das mal mit in die Diskussionsrunde im Anschluss, ja. Aber weil wir ja allen versprochen hatten, jetzt mit den technischen Pannen sind wir schon ein bisschen hinterher in der Zeit, würde ich einfach noch unsere Abschlussfrage machen und das dann anschließend die Diskussion öffnen. Und da bitte ich einfach in weniger als einer Minute zu sagen, ich weiß nicht, wer anfangen will, können wir gleich nochmal losen oder Sie schauen einfach, woran erkennt man eine funktionierende Kinder- und Jugendbeteiligungslandschaft? Wer mag starten? Also ich würde starten, ganz kurz und knapp, und zwar finde ich, erkennt man das, wenn man ein gutes Netzwerk aufgebaut hat, wo alle Akteure wissen, wie, wo und wann man jemanden erreichen kann, für welches Thema, am besten auch eine Person, die das dann bestreut. Und weiterhin finde ich auch, wenn man alle Angebote, die man zur Verfügung stellt, halt auch angenommen werden. Also ich denke, dann kann man erkennen, dass eine Kinder- und Jugendbeteiligung sehr funktioniert. Danke. Katrin. Ja. Ich denke, dass Kinder- und Jugendbeteiligung vielfältig sein muss. Sie darf nicht nur auf Leuchtturmprojekte wie zum Beispiel ein Jugendstadtrat oder Jugendgemeinderat, Jugendparlament ausgerichtet sein. Da sind immer viele ganz schnell dabei. Mit dem Jugendparlament haben wir Beteiligung von Kindern und Jugendlichen hier abgesichert. Sie muss alltagsnah sein und sie muss wirklich auch was bewirken für die Kinder und Jugendlichen, sichtbar bewirken. Ganz herzlichen Dank. Dann war das unser zweites Partizipationscafé online, zumindest in der Aufnahme vor.